Hallo Leute und willkommen zurück zu GTA 4. Nach der Bankmission möchte ich das Ganze jetzt erstmal ruhig angehen lassen. Das heißt, wir rufen Little Jacob an und fahren ein Paket für ihn. Sofern er das möchte natürlich. Wir zwingen ja hier niemanden zu seinem Glück. Es ging, glaube ich, rechts lang. Alles klar. So, ich fahr falsch. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Verzeihung, das war jetzt diesmal wirklich nicht gewollt. Nicht schon wieder. Aber ich glaube, du lebst noch. Ich fahr gerade irgendwie... Mein Auto fährt gerade automatisch auf jeden Zivilisten zu. Keine Ahnung, woran das liegt. Feinderkennung. Geh mir aus dem Weg. Aber bei Nacht gefällt mir die Karte auch schön. Hier leuchtet alles so ein bisschen. Da. Was zur Hölle? Ich brenne! Lauf, Nico! Lauf! Okay. Haben wir gut gemacht. Aber das Stück können wir auch zu Fuß gehen, soweit ist das nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Pakete jetzt noch kommen werden. Aber ich denke mal, so viele werden es nicht mehr sein. Ich glaube, die sind auch, alle Lieferungen sind so gemacht, dass man die nur auf dem ersten Stadtteil hier liefern muss. Das sollten wir doch bald alle geschafft haben, oder nicht? Naja gut. Eins kommt auf jeden Fall danach noch, weil hier noch nicht das tolle Auto steht. In Meadows Hills ab. Alles klar. Drücken wir drauf. Wenigstens schon mal nicht auf Zeit. Die Zeitmission mag ich immer nicht so. I believe I can fly. Und das klappt doch auch ganz gut. Würde ich denken. Aber oder auch nicht, oder doch. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Oh. Nicht gut genug, das merke ich selber. Ich brauche ein neues Auto. Das Paket nehme ich einfach mit. Das klemme ich mir unter den Arm. Das Auto da sieht schick aus. Hat genau meine Farben, das nehme ich mit. Zack, kein Autoalarm, es wird immer besser. So, Rückwärtsgang rein und... Oh, doch nicht. Also nachts hier durchzufahren, das beruhigt irgendwie so. Hat so eine beruhigende Wirkung, ich weiß auch nicht. Oder liegt das am Auto? Und wir sind auch schon da. Ah, das Gelände gefällt mir aber nicht. Das könnte so schön sein für eine rivalisierende Gang oder für die Polizei. Ich lasse das Auto mal schön in der Nähe stehen. Dachte ich es mir noch. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Nicht in die Richtung. Komm schon, irgendwas muss ich doch treffen können. So, du bist auch tot. Weißt du was? Wir haben ja noch das hier. Hier, wohl bekommst. Schade. Ja, schon besser. Du lebst immer noch. Was habe ich nur falsch gemacht? Okay, das war's. Einsteigen, abhauen. Mission erfüllt. Ja, das war ja auch schön eingepackt. Jacob, I delivered the stuff, man. Nico, I'm a mere man. That be some good work, you know. Come if you want our next job.
Ja klar, ich rufe direkt nochmal an hier. Wir hauen die Jobs jetzt direkt hintereinander raus hier. Zack. Zack, ich bin so unberechenbar. Das glaubt ihr mir ja gar nicht. Ich bin so ein Dämon. Aber wo lang? Ich fahr einfach mal links lang. Na, war ja auch grob richtig. Komm schon, jetzt lass mich, geh weg. Oh, aber in Schwarz sieht das Auto auch nicht schlecht aus. Aber Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich bleib bei dem. Wenn es auch ein paar Einschusslöcher hat. Aber das verleiht dem Auto erst Charakter hier. So ein paar Einschusslöcher müssen rein. Da denken sich die Leute auch so, wow, der Peter, du, der hat Einschusslöcher am Auto, wow, der ist wichtig, auf den wird geschossen. Es dient alles einer guten Sache. Ah, hier kommen wir wieder von hier lang. Okay, da kann ich wieder meine Peter-Spezialabkürzung nehmen. Ich glaube, die lasse ich mir patentieren. Hier gibt es sogar was zu essen, das ist auch mal eine gute Sache. Ja, Mann, ja. Roster. Ja, du bist wieder motiviert, das ist mir schon klar. Danke sehr. So, ab nach draußen. Ach, der Müllwagen da hinten war's. Ich habe schon gedacht, das hört sich doch wie ein Bus an. So, kugelsichere Weste, damit kann ich jetzt nicht dienen, aber das wird, glaube ich, auch nicht wichtig sein für die Mission. Sehen ja nicht so viele Feinde, hat eigentlich immer gepasst. So, jetzt ist das Auto wichtig. Ist es ein neues Auto oder ein altes? Ein altes. Okay, also gibt es dann auf jeden Fall noch ein Päckchen. Wenn nicht sogar noch mehr. Päckchen bis 3.15 Uhr, na schönen Dank, wie spät ist es? 2.21 Uhr, ich lasse die Uhr direkt weiterlaufen. Hoffentlich fahre ich hier jetzt auch richtig. Ja, fahre ich einigermaßen. Ah, geh mir bitte aus dem Weg. Nee, wir nehmen diesmal nicht den Sprung. Irgendwo liegen zu bleiben kann ich mir nicht leisten. Was stand da? 3.15 Uhr war es, glaube ich, ne? Na, das schaffen wir, hoffe ich. Ich weiß ja gar nicht, bis wohin wir müssen. So, diese kleine Abkürzung hier hat uns soeben 2 Sekunden verschafft. Diese ebenfalls. Und da sieht man es auch wieder, wenn es sein muss, fahre ich ja ganz gut. Aber ich liebe es einfach überall reinzufahren und so, das finde ich so schön, das macht so Spaß. So, also ich wäre dann soweit fertig. Und wir haben noch jede Menge Zeit. Ich bin da. Haben wir gut gemacht hier. Können wir uns wieder auf die Schulter klopfen hier. Zack, $250 verdient. Ist jetzt nicht viel, aber was soll's. Mal sehen, ob wir jetzt noch ein Paket hinterher schieben können. Jacob, I took that stuff where you wanted me to take it. Thanks, Nico. And I'll be real happy in a star. We give you more work if you want more work. Klar. Menü, Telefonbuch. Wo haben wir einen? Da haben wir einen Job. Links oder rechts? Links oder rechts? Geradeaus. Jacob, what's up? I'm looking for a job if you have a package you want delivered. There'll be a package outside the cafe in a car, my brother. We got real mafia done delivering the last package. Not sure? Now we're jumping under the bridge in Outlook Park. Look more. Outlook Park, alles klar. Es geht also mal wieder in den Park. Auch immer wunderbares Gebiet, so ein Park für rivalisierende Gangs oder die Polizei. Bin ich mal gespannt, was diesmal kommt. Und vor allem bin ich mal wieder gespannt auf das Auto, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir noch so sehr viele Pakete machen müssen. Das läuft ja hier alles auf diesem ersten Stadtteil ab.
Und hier haben wir doch eigentlich schon alles Mögliche gesehen. Wäre doch langweilig, wenn wir jetzt immer wieder dann zu denselben Gebieten hinfahren oder so. Naja, lassen wir uns überraschen. Rechts rum. Und einmal Peter Speziale. Geh mir aus dem Weg. So, jetzt wieder auf das Auto achten. Vielleicht haben wir ja jetzt das total neue Auto da stehen. Ja, haben wir. Letztes Paket, Leute. Dann haben wir auch die Nebenmission von Jacob geschafft. Und ich muss noch sagen, ich habe noch richtig Bock auf Nebenmissionen, also... Ich denke auch, wir werden noch einige von den Fahrzeugen für Brucey beschaffen und all sowas. Die Polizeimission vielleicht noch machen. Die Rennmission nicht, wie ich schon gesagt habe. Die dauern mir echt zu lange. Aber ansonsten mal sehen, was noch auf uns zukommt, ne? Ach, der Park ist auch direkt hier. Weil das Auto, das steht dann auch immer vor diesem Café, wenn wir fertig sind. Das ist also... definitiv das letzte Paket. Ich meine, das war das Erkennungszeichen für das letzte Paket. Warum auch nicht? Sollte das letzte sein, klar. Bisschen mehr Optimismus, Peter. Bisschen mehr. Das ist das letzte, glaub mir. Rivalisierende Gang. Oh, am Ende geht's nochmal richtig los. Und ich habe keine Waffe gezogen. So, Freunde. Und erledigt. Ruf schon an, Nico. Ich will jetzt hier Lob von Jacob haben für die schöne Arbeit. War es das doch noch nicht? Das finde ich ja jetzt aber seltsam. Nate-Job ist weg, das war das letzte. Also kommt wahrscheinlich noch eine SMS oder ein gesonderter Anruf, irgend sowas. Mal schauen. Irgendwas wird schon geschehen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt Richtung Bohan, Richtung Versteck. Mit unserem neuen Auto. Boah, der ist mir voll reingefahren. Habt ihr das gesehen? Ah, Bremsen. Peggy ruft an, was willst du? Lasst mich doch mit diesen Anrufen in Ruhe. Hier bin ich falsch. Peggy ist jetzt dein Freund. Kann ich drauf pfeifen? Ich habe viel zu viele Freunde. Geh weg. Das ist auch eins der großen Ärgernisse an GTA 4, finde ich. Das ist ein wenig nervend, dass die Freunde dann auch immer direkt beleidigt sind und so. Das mag ich nicht. Da hätte ich es lieber so gehabt, dass man viel mehr mit denen unternehmen muss, um auf die Prozentzahl zu kommen, die man braucht, aber dafür das Ansehen halt nicht sinken kann. Wer ist das? Ja, noch ein neuer Kontakt. Also über Arbeit können wir uns im Moment nicht beschweren, da haben wir genug. Mehr als genug. Genug Arbeit haben wir. Jede Menge Geld haben wir, jede Menge Waffen. Ach ja, langsam wird das was. Was mir aber nach wie vor Sorgen macht, ist, dass die Feinde, die wir uns machen, immer stärker werden. Aber was soll's, jeder, der in unsere Nähe kommt, der fängt sich eine Kugel und fertig. Ich darf doch vor, oder? Mach auf. Danke. Ja, irgendwie will der Jacob jetzt aber hier... nicht anrufen und so. Vielleicht sollten wir den mal anrufen. Oder auch nicht. Ich denke mal, dann wird irgendwie noch eine SMS irgendwann auftauchen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Oder der sagt einfach überhaupt nichts dazu. Das wäre natürlich
Etwas gemein, einfach zu sagen, ja nee, wir sind jetzt fertig, aber ich sag dem das nicht. Wenn er anruft, ruft er an, wenn nicht, hat er Pech. Ich klaue dem einfach die Job-Aktion im Handymenü, dann wird er schon sehen, wie er kommt. So, geparkt. Und wir gehen jetzt ganz gemütlich nach oben. Und legen uns da dann in die Falle. Schon wieder Peggy! Nico, I got a favor to ask you. What is it? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Yep. On the bank job? Sure. He's in a bad way. Home sweet home. Last I heard he was spending his hours in some park, an actor. Go down and check on him. Me and Gerald will cover any expenses incurred. Alright, man. I'll go find him. Habe ich eigentlich noch einen anderen Anzug? Ja, nein, vielleicht. Ich hätte den noch in ganz schwarz. Ja, wir nehmen uns den wieder. Der ist eigentlich ganz hübsch, so ein kleiner Freizeitanzug. Und eine SMS bekommen wir nach wie vor nicht. Wundert mich eigentlich. Ich dachte, der hätte noch irgendwie angerufen oder so. Vielleicht kommt das ja auch noch. Naja, was soll's. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt hier ins Bett. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zu GTA 4 wieder. Macht es gut!